Die Glocke. Wie fängt man so eine Geschichte nur an? Eigentlich hatte ich Angst, diese Geschichte jemandem zu erzählen. Denn ich dachte, dass mir das sowieso niemand glauben würde. Oder dass man mich im besten Fall für verrückt halten würde. Glaubt, was ihr wollt. Aber ich sage die Wahrheit. Am besten wird es sein, ich fange ganz von vorne an. In meiner Stadt gab es einen Trainingsplatz für Hunde der örtlichen Polizei. Es war ein ziemlich schlichtes Gelände. Mit zwei Trainingsplätzen, einem kleinen Haus und einer Zwingeranlage. Schon als Kind war ich ein großer Fan von Hunden, besonders als ich herausfand, was man einem Hund alles beibringen kann. Ich meine, die Polizei bringt ihren Hunden bei, alles Mögliche zu suchen, von Sprengstoff bis hin zu Rauschgift und vermissten Menschen. So oft ich konnte, sah ich durch den Maschendrahtzaun zu, wenn wieder Trainingseinheiten stattfanden. Wie perfekt die Hunde neben ihren Besitzern liefen und wie sie über die Hindernisse sprangen. Doch was mich am meisten interessierte, war die große Glocke, die mitten auf dem Hof stand. Damals erzählte uns ein Polizist, dass sie den Hunden beigebracht hätten, dass es erst dann Futter gibt, wenn die Glocke geläutet wird. Damals dachte ich, wow, was für eine brillante Idee. Doch heute jagt mir dieses Geräusch der Glocke einen eiskalten Schauer über den Rücken. Ihr solltet wissen, dass fast direkt neben diesem Trainingsplatz eine Chemiefabrik stand. Man erzählte sich, dass es dort nicht mit rechten Dingen zuging und dass dort schlimme Experimente vollzogen wurden. Aber dass es wirklich so weit kommt, hatte niemand erwartet. Eines Tages heulte die Sirene der Fabrik auf. Und die nahegelegenen Menschen auf dem Hundeplatz waren sofort in Alarmbereitschaft. Was war denn nun los? Nur wenige Augenblicke später ertönte eine laute Explosion aus der Fabrik. Die Fensterscheiben zerbrachen und ein fürchterlicher, ätzender und atemberaubender Gestank machte sich breit. Allen war klar, was auch immer dort passiert war. Es war lebensgefährlich. Eilig liefen alle so schnell sie nur konnten aus dem Bereich des giftigen Gases. Doch niemand dachte an die Hunde. Die Tiere blieben auf dem Gelände zurück, eingesperrt in ihren Zwingern und bedeckt mit einer Schicht aus giftigem Nebel. Natürlich stürzten sich allerhand Zeitungen auf diesen Leckerbissen. Dieser Fall wurde über mehrere Monate sowohl in den sozialen Medien als auch in Radio, Zeitung und Fernsehen behandelt. Alle beschäftigten vor allem drei Fragen. Erstens: Was hat diese Explosion ausgelöst? Zweitens, um welches Gas handelte es sich? Und drittens, warum hat man den Hunden nicht geholfen? Schlussendlich hat man das Gebiet als Gefahrenzone markiert und veranlasst, dass niemand auch nur einen Fuß auf den Trainingsplatz setzen darf. Heutzutage ist dieser Ort wie eine urbane Legende. Hunderte Geschichten ranken sich um diesen Ort. Dazu ist das Grundstück mittlerweile sehr verwildert. Es ist ein wahrer Lost Place geworden. Das Einzige, was sich natürlich nicht geändert hat, ist die Aufmerksamkeit auf Instagram, Twitter, TikTok, Facebook und wie sie nicht alle heißen, die das Ding immer noch bekam. »Kennt ihr noch diesen alten Trainingsplatz der Polizei?«, fragte Markus, einen Freund von mir, in die Runde, während er uns ein Bild davon auf seinem iPhone zeigte. »Frage ist, wer kennt ihn nicht?« »Was ist denn damit?«, wollte Josh wissen, der gemütlich auf einem Sitzsack in der Ecke meines Zimmers saß und sich das Bild ansah. »Man sagt, dass dort schon Menschen verschwunden sind, die es gewagt haben, das Grundstück zu betreten«, versuchte Markus, eine gruselige Stimmung zu erzeugen, was er mal sowas von fehlschlug. Nun kam auch Reginald dazu, den wir aber alle nur Regi nannten, ein ungefähr 1,80 Meter großer Kerl mit blonden, kurzen Haaren, die ihm halb ins Gesicht hingen und blauen Augen. Doch was wohl am meisten an ihm auffiel, war der Geburtsfleck an seinem linken Auge. »Davon habe ich auch schon gehört, Markus. Aber worauf willst du hinaus?«, fragte er und setzte sich zu ihm. »Naja, ich habe gedacht, wir könnten mal dahin und uns etwas umsehen, wie die YouTuber in ihren Lost-Place-Videos«,
Kommt schon, Leute, das wird lustig. Da war er aber auch echt der Einzige, der so dachte. Klar, ich war auch neugierig, aber irgendwie beschlich mich das ungute Gefühl, dass wir das nicht tun sollten. Regi und Josh waren auch skeptisch, jedoch ließen sie sich deutlich leichter überzeugen. Heute wünschte ich mir, ich hätte ein bisschen mehr Verstand gehabt und mich nicht zu dieser Dummheit überreden lassen. Wir fingen an, ein paar Dinge zusammenzusuchen, wie Taschenlampen, Taschenmesser und natürlich ein paar Verbände, falls sich jemand verletzen würde. Zugegeben, mir war ziemlich unwohl dabei, aber ich wollte meinen Freunden auch nicht den Spaß verderben. Zudem glaubte ich diese ganzen Geschichten auch nicht, die man sich erzählte. Warum sollten Leute dort verschwinden? Das Einzige, was wir dort finden könnten, wären vielleicht alte Knochen von Hunden, die dort in ihren Zwingern qualvoll gestorben sind. Markus hatte, in Anführungszeichen, die brillante Idee, bei Nacht hinzufahren. Wenn ich zurückdenke, war das die bescheuertste Idee, die er je hatte. Josh und ich sahen uns nur mit einem »Bringen wir es hinter uns« Blick an, nahmen die Sachen und stiegen zu Markus und Regi ins Auto. Die ganze Fahrt über waren Josh und ich eigentlich ziemlich still. Die einzigen, die sich unterhielten, waren Regi und Markus. Die beiden schienen sowieso eine Art Bromance zu führen. Sie hingen so oft zusammen rum, dass man meinen könnte, ihr Leben würde davon abhängen. Ein Lächeln schlich sich auf mein Gesicht, was den beiden Schwachköpfen auf den Vordersitzen nicht entging. »Was los, Alter? Woran hast du gerade gedacht?« fragte Regi und drehte sich zu uns um. »Ich hab gerade daran gedacht, dass ich froh bin, euch zu haben und dass egal, was heute passiert, ihr meine besten Freunde bleibt.« Gerade als Regi etwas antworten wollte, blieb das Auto plötzlich stehen. »Markus, was ist los? Warum fahren wir nicht weiter?« Josh sah besorgt zu unserem Fahrer, der nur verzweifelt versuchte, das Auto zu starten. »Ich verstehe das nicht«, murmelte er nur, bis er aus Frust auf das Lenkrad schlug. »Ich glaube, den Rest müssen wir laufen.« Wir nahmen also alles aus dem Auto und ich sah mich um. Nichts kam mir hier bekannt vor. Vielleicht lag das aber auch nur daran, weil es stockdunkel war und die Dunkelheit das Licht unserer Taschenlampen fast vollständig verschlang. Auf dem Weg zum Platz hatte ich wieder dieses Gefühl, dass all das ein großer Fehler war. Mein Magen zog sich zusammen und ein Schauer durchzog meinen Körper. Schließlich standen wir vor dem großen verrosteten Eisentor mit mehreren Warnplaketten dran. Gefahr, umkehren, kein Ausweg und noch vieles mehr. Alles schrie förmlich nach Gefahr, Tod und Unheil. »Leute, wir sollten das nicht tun. Ernsthaft.« Markus, der gerade dabei war, das Tor zu öffnen, stöhnte nur genervt und drehte sich zu mir um. »Jetzt mach dir nicht ins Hemd, du Feigling. Ich dachte, du glaubst nicht an diese Legenden.« Tat ich das wirklich? Inzwischen war ich mir da nicht mehr so sicher. Mit einem gezielten Tritt öffnete Markus das Tor. Es sprang mit einem lauten Knall auf und ich fuhr heftig zusammen. Mit zögerlichen Schritten betrat ich das Gelände. Und es ist schwer zu beschreiben, was ich sah. Es war fast so, als wäre ich ganz woanders. In der Luft lag ein seltsamer Gestank, der schlimm genug war, dass ich mir meinen Arm vor die Nase hielt. Doch was gleich meine Neugier erweckte, war die Glocke, die auf dem riesigen Mast am Wegrand stand. Sie endlich von nah zu sehen, erfüllte mich einerseits mit Erstaunen, aber irgendwie gab es mir auch ein unheimliches Gefühl. Sie war mittlerweile ziemlich heruntergekommen, doch man konnte leise ihren Klang hören, als der Klöppel immer wieder leicht gegen die Innenwand der Glocke schlug. Es war eine Szene, die reif für einen Horrorfilm gewesen wäre. Ich wurde ruckartig aus meinen Gedanken gerissen, als ich eine Hand auf meiner Schulter spürte. »Ist alles klar bei dir?« Es war Joshs einfühlsame und ruhige Stimme, und ich entspannte mich wieder etwas. »Ja, ja, alles gut. Komm, wir gehen zu den anderen.« Wir hielten also Ausschau nach Markus und Regi, die sich gerade daran zu schaffen machten, in das Häuschen einzudringen.
Ich schätzte, dass dort vielleicht noch einige Sachen zu finden waren, und ich sollte recht behalten. Als wir die Tür öffneten, erstreckte sich vor uns ein circa 10 Meter langer Gang, der mit einer weiteren Tür endete, und sowohl links als auch rechts waren noch 4 weitere Räume. Wir entschieden uns also, uns aufzuteilen, was wahrscheinlich jedes Horrorfilm-Klischee erfüllte, aber wir wollten einfach ein größeres Gebiet absuchen, und da ging Aufteilen nun mal am schnellsten. Josh und ich nahmen die erste Tür zu unserer Linken, wo sich augenscheinlich einstmals nur die Toiletten befanden, und zu meinem Erstaunen auch nur eine Toilettenkabine. »Hey, schau mal«, flüsterte Josh mir zu, und als ich mich zu ihm drehte, sah ich, wie er auf eine verriegelte, dicke Tür deutete. »Was glaubst du, ist dahinter?« Er wich einige Schritte zurück, als ich an ihm vorbei Richtung Tür ging, um den Hebel zu öffnen. Stück für Stück schob ich die schwere Tür auf und musste mich fast übergeben. Der Gestank von vergammeltem Fleisch stach mir in die Nase und ich presste meine Hand gegen meinen Mund. Vorsichtig und mit zitternder Hand leuchtete ich mit der Taschenlampe umher und erlitt direkt den nächsten Schock. Das schien so etwas wie eine Futterküche zu sein. Die 2 großen Gefriertruhen, an denen sich die Maden nur so tummelten, ließen mich darauf schließen. Mein Magen war kurz davor, sich auf den Boden zu entleeren, also stützte ich mich am Türrahmen ab und lief an die frische Luft. »Hey, alles okay? Geht's wieder?« fragte Josh, der mir natürlich gefolgt war und mir über den Rücken streichelte. »Ja, ich denke schon. Lass uns mal gucken, was die anderen so entdeckt haben.« Ich atmete kurz durch, bevor wir wieder ins Haus gingen, um uns nach Regi und Markus umzusehen. Wir fanden sie schnell wieder, und zwar, so wie es aussah, im Aufenthaltsraum. Nahe der Wand stand ein länglicher Tisch mit einigen Stühlen, und an der anderen Wand gegenüber waren alte heruntergekommene Hundebetten und sogar ein Computer. Doch bis auf ein paar Bilder an der Wand war nichts Besonderes. Wir fanden noch ein Zimmer mit Spinden und Ladestationen für die Funkgeräte, von denen einige fehlten. Wir entschieden uns dazu, wieder rauszugehen und uns dort etwas mehr umzusehen. Wir hatten gerade das Haus verlassen, da bemerkte Markus den Glockenmast und lief dorthin. Ich versuchte ihm zu erklären, dass die Glocke damals verwendet wurde, um den Hunden zu sagen, dass es bald Futter gab. Doch ich hatte nicht gedacht, dass er nach dem Strick greifen und anfangen würde, wie wild die Glocke zu läuten. Dieses Geräusch wird mich noch lange in meinen Albträumen verfolgen. Dieses tiefe und laute Schallen ließ mir das Blut in den Adern gefrieren und verursachte eine Gänsehaut. Bald darauf hörten wir ein seltsames Geräusch. Es klang so, als hätte etwas gegen Metall geschlagen, und das gleich mehrmals. Keiner von uns sagte etwas oder wagte es auch nur zu atmen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich wollte einfach nur noch weg. »Was war das?« flüsterte Regi uns zu, doch selbst Markus schien jeglicher Mut entwichen zu sein. »Vielleicht ist nur etwas umgefallen«, meinte ich dann kleinlaut und sah zu einem 2. Tor neben dem Eingang, wo wir reingekommen waren. War es echt so dunkel, dass mir das nicht aufgefallen war? »Da muss die Zwingeranlage sein. Lasst uns da gucken und dann nichts wie weg hier.« Ich umgriff also fester meine Taschenlampe, die sich mittlerweile von meinem Angstschweiß echt eklig anfühlte. Mit zögerlichen Schritten gingen wir auf das Tor zu und entriegelten es, bevor Regi es mit aller Kraft nach innen aufdrückte. Es schien erstmal alles normal zu wirken, doch mich beschlich ein Gefühl, dass uns etwas beobachtete. Die Zwinger waren in einem halben Viereck angeordnet, und auch hier war wieder ein kleines Häuschen, vielleicht die Futterkammer. Josh und ich wollten uns die mal angucken.
Ich machte mir die Hoffnung, dass sie nicht so grausig sein würde wie dieser Kühlraum. Während Josh und ich also den Futterraum erkundeten, in dem hauptsächlich Trockenfutter gelagert wurde, wurde unsere kleine Erkundung unterbrochen, als wir einen markerschütternden Schrei von draußen hörten. Es war Regi. Schnell rannten wir nach draußen und sahen, wie Regi mit verstörter Miene auf dem Boden lag und panisch atmete. Leute! Da! Er deutete auf einen der Zwinger. Es hat Markus! Ich sah zum Zwinger und bemerkte, dass die Gitterstäbe verbogen waren. Ich ging vorsichtig darauf zu, und als ich hineinleuchtete, sprang plötzlich eine Kreatur gegen das Gitter und ich ließ vor Schreck die Taschenlampe fallen. Ich stolperte zurück. Das Wesen zwängte sich durch die Gitterstäbe und kam knurrend auf mich zu. Durch das schwache Licht der Taschenlampe, die auf dem Boden lag, konnte ich erkennen, dass es ein Hund war, aber mit völlig zerlumptem Fell und Beulen, die überall auf seinem Körper verstreut waren. Das konnte doch gar nicht möglich sein. Da kommen noch mehr, rief Regi mir zu, und ich konnte erkennen, dass sich jetzt auch die anderen Hunde bellend und zähnefletschend aus den Zwingern quetschten, wenn man sie überhaupt noch als Hunde bezeichnen konnte. Panisch ergriff Regi meine und Joshs Hand und wollte mit uns zum Ausgang rennen. Doch weit kamen wir nicht, denn diese Monster stürzten sich auf uns. Sie griffen sich Regi und rissen ihn in tausend Teile. Das Blut, das aus seinen Armen und Beinen spritzte, funkelte schwach im Mondlicht. Und seine verstörenden Schreie, als sie ihn bei lebendigem Leibe zerrissen, verfolgen mich noch heute. Wie erstarrt, konnte ich nur zusehen. Doch ich konnte noch erkennen, dass diese Bestien Halsbänder mit Marken trugen, die bereits mit dem Körper verwachsen waren. Es waren also wirklich die Hunde von damals. Ich kam erst wieder zu mir, als Josh mir eine saftige Schelle gab und mich anschrie. Wir rannten zum Haupteingang und hörten hinter uns das Knurren der hungrigen Bestien. Ich wusste, dass Josh es nicht schaffen würde, weil er von uns der Unsportlichste war. Und es dauerte auch nicht lange, da hörte ich seine schmerzerfüllten Leidensschreie. Mir stiegen die Tränen in die Augen, doch ich durfte nicht aufgeben. Ich mobilisierte meine letzten Kräfte und sprintete quer durch die Dornenbüsche Richtung Hauptstraße, wo mich schließlich jemand fand und zur nächsten Polizeistation brachte. Natürlich glaubte man mir nicht sofort. Als sie dann trotzdem am nächsten Tag eine Streife dorthin schickten, konnte nichts gefunden werden. Keine Leichen und keine tollwütigen mutierten Hunde. Das Einzige, was sie fanden, war die Armbanduhr von Regi und das Auto von Markus. Ich habe eine Therapie zur Traumabewältigung gemacht. Doch auch da nahm mich keiner ernst. Der Gedanke, dass diese Bestien jetzt vielleicht irgendwo da draußen sind, lässt mich nachts nicht schlafen. Manchmal höre ich ihr Knurren in meinem Kopf und sehe ihre rot leuchtenden Augen an meinem Fenster. Sie kommen jede Nacht. Und es ist, als würden sie nur darauf warten, dass ich fest schlafe, um sich zu guter Letzt auch mich zu holen.
dich dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.